diese Zeichentrickfigur Daffy Duck ging ehrlich gesagt an mir so komplett vorbei. Ich weiß zwar, dass es sie gibt, aber ich kenne jetzt keine genauere Hintergrundgeschichte oder ähnliches. Als ich aber über das Gameboy-Spiel gestolpert bin, macht es mich doch irgendwie neugierig. Was erwartet uns hier? Eine Lizenzgurke? Was taugt Daffy Duck für den Gameboy heute noch? Daffy Duck wurde von Sunsoft entwickelt und auch 1995 weltweit veröffentlicht, wobei es in Japan schon ein Jahr früher erschienen ist. Neben der Gameboy-Version erschien auch eine für den großen Bruder, dem Super Nintendo. Die Story ist nicht weiter der Rede wert, ihr müsst halt die Welt retten, bla 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 bla. Ihr kennt den Drill. Euch erwartet also ein klassischer Action-Plattformer. Ihr navigiert durch die Level und ihr könnt mit eurer Knarre Gegner erledigen. Die hat zwar anscheinend nicht wirklich großartig Power, immerhin fliegen eure Kugeln nicht sehr weit, aber das ist immerhin besser als nichts. Zur Not kann Daffy Duck aber wie gewohnt Gegner mit einem beherzten Sprung auf den Kopf ausschalten. Eine Besonderheit hat das Spiel aber doch. Die Sprunganlagen werden euch nämlich etwas erleichtert, da ihr ein Jetpack auf den Rücken habt und so kurze Zeit schweben könnt. Wie lange ihr das tun könnt, seht ihr am Balken am unteren Rand. Das finde ich eigentlich ein ganz angenehmes Feature, da sich so die Sprunganlagen etwas anders als der gewohnte Standard anfühlen. Vom Umfang her wird euch jedoch leider nicht sehr viel geboten. Gerade mal 4 verschiedene Level erwarten euch. Da wäre doch wirklich mehr gegangen. Wenn ihr also wisst, was ihr tut, könnt ihr das Spiel in knapp 25 Minuten locker durchzocken. Immerhin wird euch aber wenigstens optische Abwechslung geboten. Wobei, naja. Das Spiel spielt auf dem Mars und so richtig großartig unterschiedlich sieht das alles denn doch nicht aus. Auch hier wäre mehr gegangen. Der Fokus der Levelabschnitte liegt dabei in dem Ganzen nicht unbedingt auf das Ausschalten von Gegnern, sondern das Überwinden von Hindernissen mittels des Jetpacks. Hier werden auch gerne mal sehr unfaire Stellen eingestreut, in denen ihr blind springen müsst. Gutes Spieldesign sieht echt anders aus. Beim ersten Treffer kippt ihr aber zum Glück nicht sofort aus den Latschen, da ihr eine Herzanzeige habt, die ihr natürlich durch Einsammelbares wieder auffüllt. Könnt. Leider gibt es nicht wie Mega Man verschiedene Waffen oder ähnliches, für mich eine verpasste Chance, das dem Ganzen etwas mehr Tiefe verliehen hätte. So bleibt das Gameplay trotz des Schwebetwists leider etwas oberflächlich. Ihr müsst das Spiel aber zum Glück nicht an einem Stück durchspielen, da ihr durch die Levelcodes immer bequem wieder einsteigen könnt, wo ihr aufgehört habt. Eine Speicherfunktion wäre zwar besser gewesen, aber die gibt es schließlich aus Kostengründen nur sehr selten auf den Gameboy. Ein schönes Feature, aber das hätte es wegen des Umfang ist auch nicht unbedingt gebraucht. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch einzustufen. Immer wieder werdet ihr auf den eine oder andere frustrierende Stelle treffen. Nicht unbedingt mein Geschmack, aber naja, manche stehen ja drauf. Technisch ist bei Daffy Duck nicht zu beanstanden. Die Grafik sieht wunderbar stimmig aus, präsentiert euch eine große und gut gezeichnete Sprite und ist relativ abwechslungsreich. Soundtechnisch sieht es ebenso aus. Die Untermalung ist gut und die Effekte stehen stimmig, aber alles im allen nichts Besonderes, was es länger im Ohr bleibt. Was taugt Daffy Duck für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist nicht wirklich schlecht. Technisch gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern. Mir fehlt aber das gewisse Etwas. Mehr Waffen oder mehr Umfang wären echt nicht verkehrt gewesen. Aber was mich im Endeffekt wirklich frustriert hat, war dieser sehr, sehr hohe frustrierende Schwierigkeitsgrad. Es gibt einfach zu viele unfair schwere Sprungsequenzen. Wenn ihr aber einen soliden Plattformer mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad zocken wollt, könnt ihr hier mal einen Blick riskieren, wenn ihr das Modul billig kriegt. Das war der Test zu Daffy Duck für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.